Ja, heute genau, geht es um Tipps und Tricks für die Gestaltung von Webinaren. Und das nehme ich gleich zum Anlass, einmal das Layout zu wechseln, weil wir brauchen jetzt die Uhr nicht mehr und wir brauchen auch die Musik nicht mehr. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Platz für die Inhalte. Und das Zeichnen nehme ich jetzt auch wieder weg. Dann haben Sie nicht die Möglichkeit mehr zu zeichnen. Ja, worum soll es heute gehen? Also, ich möchte erstmal kurz nochmal auf das Add-in einen technischen Hinweis geben, und zwar auf das Add-in. Das Add-in hat gibt immer wieder mal Probleme mit dem Add-in. Die würde ich kurz besprechen, beziehungsweise auch vielleicht von Ihnen eine Rückmeldung erhalten, wie Sie damit umgehen. Dann behandle ich das Thema Fragen. Also wie kann man Fragen mit integrieren in die Webinare, wie kann man sie stellen, mit welchen Möglichkeiten und ja, was gibt es da auch vielleicht für Add-ins? Und das nächste Thema ist das Bereitstellen von Videos. Wenn Sie mit Videos arbeiten, gibt es auch mehrere Varianten, wie man die einbinden kann. Und dann habe ich, das war ganz schön, ich habe mich jetzt zur Vorbereitung auf das Webinar mal intensiv mit Tablets und der App beschäftigt. Das heißt, wie verhält sich Adobe Connect in einem Handy, in einem Android-Handy, auf dem iPad oder auch in Surface? Sie sehen bei den Teilnehmern, da haben sich auch diese drei Teilnehmer mit unter die Gäste gemischt, nämlich Android, iPad und Surface. Das sind die Geräte, die ich zusätzlich mit angeschlossen habe, weil ich einfach jetzt auch parallel die Reaktion dieser Apps, der App. Bei Surface ist es keine App, aber beim iPad und bei meinem Handy ist es eine App, dass ich das gleich mitverfolge. So, bevor wir jetzt aber weiter loslegen, habe ich gerne eine kurze Abfrage für Sie. Ich würde gerne wissen, mit welchen Vorkenntnissen Sie hier hineinkommen, also welche Erfahrungen haben Sie mit Adobe Connect und was Ihre Rolle ist. Genau, ich sehe, Sie haben schon die Kästchen auf der linken Seite entdeckt und geben fleißig ein. Okay. Ich sehe, es sind einige da, die noch keine Erfahrung haben. Einige, die an Adobe Connect Sitzungen teilgenommen haben. Und auch schon, es ist sogar pari, es sind genauso viele Moderatoren oder ja, Teilnehmende, die auch selber schon Adobe Connect eingesetzt haben. Das finde ich sehr gut. Ich hoffe auf regen Austausch über den Chat. Ja, und das ist Ihre Rolle. Dozentin haben wir 5, E-Learning-Einrichtungen haben wir 11, ein Studierende. Auch schön, denn auch für Studierende ist zumindest an unserer Hochschule, ich komme von der HWK in Hildesheim, findet Adobe Connect auch mehr und mehr Freunde unter den Studierenden und auch die möchten natürlich wissen, wie man damit umgeht. Und Sonstiges haben wir auch, darunter kann ich mir jetzt fast nichts vorstellen. Wenn Sie mögen, können Sie gerne mal im Chat zurückschreiben, was sich denn hinter Sonstiges verbirgt. Ja, gut, aber danke für diese Rückmeldung. Dann bin ich wirklich gespannt auf unsere Diskussion oder beziehungsweise auf die Rückmeldung. Ja, zunächst zum Adobe Connect Add-in. Also das ist jetzt die Theorie, die ich hier nochmal hingeschrieben habe. Zur Teilnahme an Adobe Connect ist keine Installation notwendig, wenn man nur teilnehmen will. Das heißt, der Browser sollte eigentlich, wenn man den Link geklickt hat, einfach direkt zu dem Webinar kommen und man kann sich dann als Gast anmelden. Aber wenn man als Moderatorin, als Referentin hier arbeiten möchte in Adobe Connect, dann ist, also und die Freigabe nutzen möchte, also die Freigabe heißt, dass man seinen Bildschirm teilen möchte, dann ist die Installation eines Add-ins notwendig. Normalerweise sollte die Installation des Add-ins unproblematisch sein und wird einfach bei der Nutzung von AC vorgeschlagen, also von Adobe Connect vorgeschlagen und auch durchgeführt. Der Link, den Sie hier sehen, das ist ein ganz schöner Link. Das ist ein Testlink, wo man die Umgebung mit testen kann, die eigene Umgebung. Und da wird am Ende dieses Links wird auch immer die Installation des Add-ins vorgeschlagen. Und das ist eigentlich
eine gute Variante der Installation, zumindest nicht so fehleranfällig wie manche andere. Genau. Ja, und dann, das war jetzt die Theorie, dass das alles immer so klappen sollte. Es gibt aber meines Erachtens, und dafür bitte ich auch um Rückmeldung, wenn Sie auch diese Erfahrung gemacht haben, im Moment relativ viele Probleme mit dem Add-in. Also auch das größte Problem ist meines Erachtens, dass auch bei den Teilnehmenden, wenn man nur teilnehmen möchte, oft der Browser danach fragt, das Add-in ist nicht installiert, möchte man es, na, man muss es installieren. Da sagt Adobe Connect, dass dann in so einem Fall, wenn das nachgefragt wird von dem Browser, dann das Flash nicht aktiv ist in dem Browser und dass man es nachaktivieren soll. Auf dieser Seite hier, die hier angegeben ist, da finden Sie die Informationen, die Adobe Connect dazu gibt und auch für jeden einzelnen Browser. Das ist eigentlich eine ganz, auch eine ganz gute Hilfe. Aber ich habe festgestellt, dass die Einstellungen in meinem Browser, als mir das passierte, so waren und es eben nicht an dem Flash lag, es trotzdem nicht klappte mit dem Add-in. Und also deshalb ist meine Empfehlung auch immer, ich habe immer mehrere Browser auf meinem Rechner, weil mal funktioniert es besser mit dem Internet Explorer und mal besser mit dem Mozilla oder mit Chrome. Es kann auch immer mal zwischendurch was passieren, dass Dinge plötzlich nicht mehr funktionieren in einem Browser oder in einem Fenster. Und bevor man lange rumdoktert mit dem einen Browser, gebe ich die Empfehlung, versuchen Sie einfach einen anderen Browser dann einzusetzen und vielleicht hebt das dann schon die Probleme. Genauso bei Referierenden, also wenn Sie jetzt als Moderator oder als Veranstalter reingehen und die Freigabe nicht möglich ist, Freigabe, das werden Sie nachher noch auch kennenlernen, die Neulinge, die hier sind. Freigabe nutzt man zum Beispiel, um diese PowerPoint hier hochzuladen, die Sie jetzt in der Mitte sehen. Und man nutzt es aber auch, um den Bildschirm zu teilen, das heißt, andere Software zu zeigen, die man gerne zeigen möchte oder auch eine Internetseite, die man zeigen möchte. Dazu ist die Freigabe da. Und dieses Zeigen von anderen Programmen auf dem eigenen Rechner, dazu braucht man das Add-in und ich habe es tatsächlich auch bei mir bei einem Browser beim Mozilla, bei meinem Privatrechner, dass ich nicht in der Lage bin, Mozilla so hinzukriegen, dass es läuft. Aber dann habe ich eben Internet Explorer oder den Chrome oder heißt aber auch nicht, jetzt zum Beispiel hier in der Hochschule läuft Mozilla einwandfrei und ich habe überhaupt keine Probleme mit dem Add-in. Also, wenn Sie auch solche Probleme kennen, gerne, oder ist es ganz neu, können Sie gerne was in den Chat schreiben, dass ich so ein bisschen auch das Gefühl habe, ist das jetzt was Neues? Kennen Sie solche Probleme oder ist das noch völlig unbekannt? Und bei Ihnen läuft immer alles, kann ja vielleicht auch an mir liegen. Ja, das war schon alles, was ich zu der Technik sagen wollte. Und tatsächlich ist Browserwechsel bei Problemen, wir hatten es auch, dass plötzlich man Mikrofon und Headset nicht aktivieren konnte, Mikrofon und Kamera nicht aktivieren konnte, dass die Symbole einfach nicht mehr da waren in einem Browser. Und auch da half dann der Browserwechsel. Also Browserwechsel, mehrere Browser auf dem Rechner, ist ein guter Tipp. Ich lösche mal eben den Status, genau. So, gut, jetzt kommen wir schon zu dem Thema Fragen. Welchen Zweck haben Fragen in der Lehre? Das ist jetzt die erste Übung, die ich mit Ihnen machen möchte, weil es um Fragen geht und Sie sollen jetzt diese Frage, die ich jetzt hier gestellt habe, beantworten und zwar in dem Whiteboard. Und ich habe Ihnen jetzt die Leiste freigeschaltet und das zweite von oben, die zweite, das Symbol von oben, nee, Moment, wir brauchen die Textfunktion und das ist die vierte Funktion von oben. Wenn Sie dort draufklicken und das markieren, dass es hell wird und dann in das Whiteboard klicken, dann haben Sie die Möglichkeit, hier etwas hineinzuschreiben und einfach mal zu brainstormen, warum stellen Sie in Ihrer Lehre Fragen, mit welchem Ziel? Und Funktion. Dazu gebe ich Ihnen jetzt so 1 bis 2 Minuten Zeit.
Wenn Sie etwas geschrieben haben, dann müssen Sie dieses Textfeld verlassen und irgendwo anders auf die Folie klicken. Erst dann wird der Text für die anderen sichtbar. So, jetzt füllt sich das so langsam. Genau, ich ziehe das mal ein bisschen auseinander. So, jetzt Wissenslücken teilnehmen, zum Nachdenken bringen, Wissenslücken aufdecken. Das ist, muss man ein bisschen gucken, wie wir das Vorwissen gehört auch mit zur Wissenslücke, beziehungsweise wie viel weiß eigentlich jemand? Rückmeldung, Feedback ist so eine Gruppe, Reflexion, Rekapitulierung, rekapitulieren. Interaktionen, Langeweile vermeiden, ja. Lehrziel, Überprüfung heißt auch, ist das Wissen jetzt vorhanden? Anregungen, Denkanstöße geben, genau, Vorwissen abfragen und damit aktivieren, auch das geht auch in diese Richtung. So, studieren, aktivieren, ja. Gut, jetzt vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Ich habe das jetzt versucht, so ein bisschen zu gliedern und zusammenzufassen. Hier oben in dem, ich hole mal den grünen Pfeil. In diesem Bereich haben Sie alles, was so mit Wissen, also Kenntnisstand, wie ist das Vorwissen, sind Lernziele erreicht, also einfach zur Überprüfung haben die Teilnehmenden auch das gelernt. Oder wie ist der Wissensstand der Teilnehmenden? Genau, Wissenstiefe überprüfen ist auch noch ein, das gehört auch noch zu diesem, wobei der Umfang und die Tiefe vielleicht nicht immer gleich sind. Ja, Feedback für Dozierenden, genau, man kann auch einfach natürlich so Fragen stellen, ist das jetzt klar, können wir weitergehen? Ja, also einfach nur Informationsfragen stellen, aber auch andere Feedback-Elemente oder Feedback-Informationen für die Dozierenden. Genau, Reflexion, Rekapitulieren des Gelernten ist ein Bereich und vor allem Studierendenaktivierung auch. Die Fragen ja, aktivieren einfach und machen den Unterricht natürlich auch ein bisschen lebendiger, als wenn man nur so eine One-Way-Kommunikation hat. Ich sehe jetzt, es wird noch mal ein bisschen neu gesortiert. Das ist okay. Sie können bei diesem Whiteboard ist es so, dass alle auch die Dinge anfassen können. Dann müssten Sie wechseln auf das obere, auf den Pfeil, auf das erste Icon. Dann können Sie Dinge anfassen und verschieben und so ein bisschen clustern. Das kann jeder machen. Die Gefahr dabei ist, dass auch jeder löschen kann in einem Whiteboard. Und Sie sehen jetzt auch hier nicht, wer was geschrieben hat. Und Sie sehen auch nicht, das ist nochmal was anderes, noch ein anderer, ja, Sie sehen nicht, ob noch jemand was schreibt. Sie sehen, ob da noch irgendwie ein Textfeld aktiv ist, das sehen Sie nicht. Anders als im Chat, wenn ich jetzt hier etwas im Chat schreibe, ich schreibe jetzt mal unten, dann sehen Sie auf, müssten Sie unten sehen, Birgit Wittenberg schreibt etwas. Und dann wissen Sie, da kommt was. Das ist beim Whiteboard nicht der Fall. Genau, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir weitergehen können. Und ich habe jetzt mal diese Fragen, habe ich mal nochmal zusammengefasst. Und was mir hier noch fehlt, ist die Reflexion, Rekapitulieren des Gelernten. Das muss hier noch dazu. Ansonsten haben Sie auch ungefähr in diese Richtung auch geantwortet und die Fragen führen zur Aktivierung der Teilnehmer und zur Erhöhung der Aufmerksamkeit.
Ja, das war jetzt eine Art, mit Fragen umzugehen, also Rückmeldung einzusammeln auf Fragen über das Whiteboard. Das ist natürlich, ich habe heute versucht, immer die Methoden auch mit dem Inhalt zu verknüpfen und habe jetzt diese Whiteboard-Abfrage mal zum Thema Fragen gemacht. Aber es gibt noch eine andere Variante, wie Sie Rückmeldung geben können, und zwar über den Chat. Und jetzt wechsle ich das Layout. Sie sehen jetzt unterhalb der Folie einen Chat. Und hier möchte ich Sie mal bitten, besonders die Anfänger von Adobe Connect, die werden da noch nicht groß was reinschreiben können. Aber hier können Sie jetzt den Chat nutzen, um zu beantworten, welche Pods Sie zur Beantwortung von Fragen verwenden. Kann ruhig auch doppelt sein, das ist genau Poll. Poll ist Abstimmung. Mündliche Rückmeldung, genau, auch gut. Heute nicht möglich ohne ein Mikrofon. Genau. So, wir haben noch. Ich warte noch kurz. Hier sieht man, wie ich schon angedeutet habe, wenn noch jemand was eingibt. Das ist eine ganz schöne Möglichkeit, dann weiß man, ne, muss man jetzt noch warten oder muss man nicht warten, weil manchmal ist das schwierig. Ja, Satzanfänge ergänzen im Chat, das ist auch gut, genau. Ja, genau. Also, was Sie genannt haben, sind Abstimmungen bzw. Polls, Whiteboard. Das hatten wir gerade. Den Chat haben wir jetzt genutzt und was Sie noch nicht, also was Sie auch genannt haben, sind die Handzeichen, nämlich wenn man eine mündliche Frage stellt und Sie geben Rückmeldung über die Icons neben dem Meldesymbol. Das werden wir auch gleich noch machen. Genau, ja, vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Das sind genau die Pods, die ich ja auch genannt habe. Teilnehmerliste, das bezieht sich bei mir auf die Rückmeldung über das Männchensymbol, über das Icon oben in der Leiste. Denn dann kommen die Ergebnisse, werden in der Teilnehmerliste dann angezeigt. Ja, das war jetzt auch eine Rückmeldung im Chat. Das heißt, Sie haben das selber auch mal angewendet, diese Chat-Funktion. Jetzt kommen wir zu den Abstimmungen, die haben Sie noch nicht gesehen. Ich werde das auch gleich einsetzen bei den Abstimmungen. Also Adobe Connect hat die Möglichkeit, Abstimmungen durchzuführen, wie wir das auch vorhin hatten mit Ihren Vorkenntnissen, also beziehungsweise in welcher Rolle Sie da sind und was Sie für Vorkenntnisse in Adobe Connect haben. Das war eine Abstimmung. Und da gibt es drei, für diese Abstimmung gibt es drei verschiedene Varianten. Es gibt Multiple Choice, das heißt eigentlich Single Choice, das heißt mehrere Antworten möglich, aber nur eine kann angeklickt werden. Dann gibt es in der Adobe Connect Terminologie mehrere Antworten, das heißt mehrere Antworten gegeben, mehrere können angeklickt werden. Und es gibt die Kurzantwort, was ein Freitextfeld ist. Genau, und dann kann man diese, wie ich das vorhin auch gemacht habe, kann man freischalten, diese Abstimmung, und dann können die Teilnehmenden dort ihre Rückmeldung geben. Ich habe sowas jetzt auch nochmal vorbereitet für Sie. Und zwar würde mich jetzt nochmal interessieren, Sie haben 11 Mal die Rückmeldung gegeben, dass Sie auch schon selber Veranstaltungen durchgeführt haben. Da würde mich interessieren, welche Pods Sie dabei regelmäßig verwenden, beziehungsweise welche Sie manchmal verwenden oder welche Sie nie verwenden. Diejenigen, die jetzt neu sind in Adobe Connect, das ist für die schwer zu beantworten, aber die alten Hasen, da bitte ich Sie jetzt zu beantworten. Wir haben jetzt zwei verschiedene Abstimmungen. Wir haben einmal diese Kurzantwort, das sind die beiden Abstimmungen links und rechts. Und in der Mitte haben Sie eine Antwort mit mehreren Möglichkeiten. Sie sollten in beide etwas eintragen. Ich habe tatsächlich in die Mitte das mit dieser Multiple-Choice-Antwort mit eingetragen, damit Sie so ein bisschen auch nochmal rekapitulieren können, was gibt es denn alles für Pots, um es ein bisschen einfacher zu machen für die Fragen links und rechts.
Wenn Sie jetzt die Fragen hier ein oder die Antworten eingeben in die Kurzantwort, da haben Sie immer nur eine Zeile zur Verfügung. Das heißt, das, was Sie eingetragen haben, bleibt oben in der Zeile stehen und es wird immer nur noch ergänzt. Wenn Sie das auslöschen, wird Ihre Antwort unten auch rausgelöscht. Das heißt, hier haben Sie nur begrenzt Möglichkeiten, etwas einzugeben, anders als zum Beispiel beim Chat. Genau, jetzt muss ich mal gucken, was Sie hier geantwortet haben, weil das ist ja schon auch interessant. Kamera, Chat, Freigabe, Teilnehmerliste, Abstimmung. Genau, das ist auch das tatsächlich das, was ich sehr häufig einsetze. Genau, Chat wird mehrmals genannt. Videotelefonie verwende ich sonst nie. Es gibt hier das Fenster Camera and Voice, heißt es bei mir. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich habe hier so eine halb englische Installation. Ich glaube, es heißt auch Video, aber Videotelefonie ist noch etwas anderes, nicht nur Kamera. Genau, aber das, Sie haben ja auch dahinter geschrieben, Kamera. Ja. Genau, jetzt hier, welche verwenden Sie manchmal? Gut, da ist Chat auch ganz oben. Und welche Pods verwenden Sie nie? Da gucke ich mal. Bindungsdashboard, was ist Letzteres? Das gibt es nur für Veranstalter und nur in der in der Moderatorenansicht. Also es gibt noch so einen Moderatorenbereich, so heißt es. Es gibt einen Bereich, wo die Moderatoren Dinge ablegen können und dann bei Bedarf hervorholen können. Und in diesem Bereich gibt es das Bindungsdashboard. Das gibt nochmal Aufschluss, wer hat eigentlich wie mitgearbeitet, also jetzt nicht im Einzelnen, aber nochmal, wie interaktiv war das Webinar, wie viele Klicks kamen von den Teilnehmenden, um die Interaktivität eigentlich nochmal so zu rekapitulieren und wie aktiv waren die Teilnehmenden. Das ist das Bindungsdashboard. Finden Sie in dem Moderatorenbereich, privaten Moderatorenbereich, dass, wenn Sie als Veranstalter eingeloggt sind, dann finden Sie das unter Meeting. Meeting und privaten Moderatorenbereich aktivieren. Genau, da gibt es das Bindungsdashboard. Ja, aber ehrlich gesagt habe ich auch noch nicht so viel damit gearbeitet, aber es ist etwas, was ich mir auch noch auf die Fahnen geschrieben habe. Ja, Sie sehen also hier die Antworten in diesem Pod sind jetzt nicht den Teilnehmenden zugeordnet. Ich kann jetzt nicht sehen, wer wie, also ich als Veranstalter kann es schon im Hintergrund mir angucken. Also es wirkt nach vorne hin anonym. Und die Teilnehmenden sehen auch nicht, wer wie geantwortet hat. Aber als Veranstalter habe ich schon die Möglichkeit zu gucken, wer hat eigentlich wie geantwortet. Also das ist auch noch etwas, es scheint anonym zu sein, aber für die Veranstalter nicht. Aber es ist trotzdem, wenn Sie sensible Themen haben, dann ist es bietet sich manchmal diese Kurzantwort, diese Art der Rückmeldung besser an als ein Chat. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe in die Abfrage mit dem Chat, da sehen Sie immer genau, wer hat wie geantwortet. Und alle Teilnehmenden sehen das auch. Und gerade so bei sensiblen Fragen, wo man vielleicht auch gerne antworten würde, aber ja, wo man so ein bisschen Hemmung hat, hatten wir auch mal bei Wahl des Studiums, hat man sich richtig entschieden, ja oder nein, ist man zufrieden mit dem, was man macht. Gerade solche Dinge, wenn man sowas abfragt, ist es auch schön, wenn man das anonym abfragen kann. Und dann ist so der Unterschied, nehme ich einen Chat mit den Namen oder nehme ich eine Kurzantwort, die zumindest nach vorne anonym ist, dann ist das sicherlich die bessere Variante. Aber dafür hat der Chat wieder den Vorteil, dass man freier schreiben kann. Man kann immer wieder noch was hinzufügen. Genau. Aber man kann es auch nicht wieder löschen. Was man einmal geschrieben hat, kann man nicht verbessern. Das kann man hier in dieser Kurzantwort. Also das sind so ein bisschen Abwägen, Vor- und Nachteile von diesen Antworten. Ja, und dann gibt es, jetzt wechsle ich nochmal das Layout. Ach so, hier habe ich nochmal auch eine Whiteboard-Vorlage gebastelt. Das verwende ich immer, um abzufragen, ne? Um bei bestimmten Schulungen die Teilnehmenden kennenzulernen. Was unterrichten sie? In welchen Fächern sind sie tätig? Da kann man sowas ganz schön auch vorbereiten auf dem Whiteboard und dann so eine Whiteboard-Abfrage machen. Ja, und dann gibt es etwas, was ich jetzt tatsächlich neu ausprobiert habe. Das fand ich ganz spannend. Es gibt eine App, eine kostenlose App. Es gibt, wenn Sie auch nach
googeln nach Adobe Connect Apps, dann kommen Sie auf den Link, der hier angegeben ist. Und da gibt es verschiedene Apps, die Sie noch zusätzlich zu Adobe Connect oder zu den Standardfunktionen verwenden können. Und da gibt es eine Quiz Connect App. Und die habe ich mal ausprobiert und das werde ich Ihnen jetzt mal zeigen, wie das funktioniert. Und auf dieser Seite ist nicht alles kostenfrei. Also es sind viele sind kostenfrei, wie zum Beispiel diese Quiz Connect App, aber vieles auch nicht. Und jetzt gehe ich, genau, dann wechsle ich jetzt mal das Layout, dieses Quiz Connect. Das sieht so aus. Sie sehen jetzt, oben rechts haben wir eine Liste mit allen Teilnehmenden und wir haben ein Score, ein Ergebnis. Also es ist, die Entwicklung kommt aus den USA, deshalb ist auch einiges noch in Englisch, aber die Fragen werden in Deutsch gestellt. Die konnte ich selber eintragen in dieses Quiz Connect. Und wenn ich das Quiz starte, dann kommt erst so eine, können Sie sich kurz vorbereiten, dann wird die Frage eingeblendet und ich habe es gestellt, Sie haben 15 Sekunden Zeit, diese Frage zu beantworten und je nachdem, wie lange Sie brauchen zur Beantwortung der Frage, bekommen Sie ein Ergebnis. Und das wird addiert in der oben rechts in der Tabelle dargestellt. So, das finde ich eigentlich eine ganz nette Geschichte. Ich starte das mal und dann können Sie antworten durch Klicken auf die entsprechende Option. Es sollte jetzt bei allen losgehen. Und klicken Sie auf das entsprechende Ergebnis. Ah, genau. Auf dem iPad geht das leider nicht. So, ich sehe, es sind noch nicht viele. Ah, vielleicht. Sie sehen, dass ich kenne natürlich diese Fragen. Deshalb kann ich da besonders gut drauf antworten. Wenn Sie falsch geantwortet haben, dann kriegen Sie 0 Punkte. Genau, ich habe gerade gedacht, Sie machen nicht mit, aber es war natürlich auch eine schwierige Frage mit den Pots am Anfang. Das war nicht so ganz leicht. So, es wird immer so lange eingeblendet, wie. Also immer 15 Minuten, 15 Sekunden, dann kommt die nächste Frage. Ja, Eva, das stimmt, iPads, Tablets können diese zusätzlichen Apps, können die nicht, leider nicht darstellen. Das ist, werde ich auch gleich noch zu kommen bei den Tablets, wenn wir da drauf kommen, dass das nicht möglich ist. Das ist tatsächlich etwas, was nicht so schön ist für Adobe Connect. So, ja, das war so ein kleiner Exkurs in diese App. Und jetzt sehen Sie oben rechts die Ergebnisse. Und es gibt natürlich, oh, Herr Johansen hat 260 Punkte. Wahnsinn, Sie können das selber mal durchgehen. Und da kann, oh, 300 sehe ich da sogar. Herr Schönau, sehr gut. Und Herr Kittel hat auch 300. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also schnell und häufig richtig geantwortet. Sehr schön. Ja, das finde ich, ist tatsächlich eine App, die man schon ab und zu mal einsetzen kann. Es unterstützt noch so ein bisschen die Interaktivität und das Lebendige und auch gerade so dieser Wettbewerb ist ja manchmal ganz nett, muss man nicht immer haben. Es gibt Alternativen. Die Abstimmung ist eine absolute Alternative dazu. Hier ist es noch mal ein bisschen lebendiger und ist aber für Tablets nicht geeignet. Also wenn man weiß, dass sich die Studierenden, Teilnehmenden auch mit Tablets, mit Handy einschalten, dann wird das hier nicht übertragen, dann können die nicht teilnehmen. Ach, Herr Johansen hat dann mit der Art Tacho, genau, da, lese ich gerade im Chat, habe ich vorhin überlesen. Genau, die Art Tacho, das ist das Bindungsdashboard, ja. Gibt es verschiedene Fragetypen in der App? Die gibt es da nicht, es gibt nur Single Choice und Sie müssen das in so einem Notepad editieren, was relativ einfach ist. Also Sie können die Fragen selber
definieren, Sie können die Antwortmöglichkeiten selber definieren, aber es gibt nur Single Choice, nur eine Antwort ist richtig. Von daher ist es darauf begrenzt. Ja, das war so zu den Fragen. Wenn Sie das Gefühl haben, wenn es kann weitergehen, dann geben Sie mir doch bitte eine Rückmeldung über den grünen Haken. Wenn noch Fragen bestehen, dann über das rote Kreuz. Da kommen schon die ganzen grünen Haken. Ich meine, wenn Sie Fragen hätten, hätten Sie das wahrscheinlich. Oh, wir haben auch ein Kaninchen. Ach nee, das Kaninchen ist weg. Okay, gut. Dann gehen wir weiter. Ach so. Genau, ich wollte jetzt noch mal kurz die Fragen noch mal durchgehen. Allerdings wird das vielleicht ein bisschen schwierig mit der Zeit. Nein, wir machen das trotzdem. Ich zeige Ihnen jetzt, wir gehen noch mal auf die Fragen ein. Da gebe ich Ihnen meinen Bildschirm frei. Jetzt erleben Sie die Bildschirmfreigabe. Und ich gebe hier meinen gesamten Bildschirm frei. So, und jetzt bin ich in einem parallelen Adobe Connect-Raum und den ich natürlich entsprechend vorbereitet habe. Und jetzt gehen wir nochmal durch die Fragen durch, weil damit Sie auch wissen, was war denn jetzt eigentlich richtig. Und da ist die erste Frage: Wie viele unterschiedliche Pod-Arten sind in Adobe Connect verfügbar? Und das sehen Sie, wenn Sie hier auf Pods gehen, dann sehen Sie hier die ganze Auflistung der Pod-Arten und auch hier das Bindungs-Dashboard. Das kann ich Ihnen übrigens auch gleich mal zeigen. Das sind nämlich 11. Das heißt, 11 war die richtige Antwort hier. Und jetzt zeige ich Ihnen hier das Bindungs-Dashboard. Da war ja vorhin eine Frage mit dem moderaten, genau, wo man das findet. Das ist hier. Genau, das sehen Sie hier. Oh, Sie sehen, hier bin ich schon ganz schön lange drin. Ich bin jetzt schon seit 3 Stunden in diesem Raum. Hat sich nicht so viel getan. 20% Meetingbeteiligung. Ja, und es ist nur ein Teilnehmer drin. Ja, da kann natürlich dann auch nicht so viel passieren. Also das ist dieses Bindungs-Dashboard, was vorhin wo nochmal nachgefragt wurde. Genau. Ja, die nächste Frage war, welche Option ist nicht in Pod-Abstimmung verfügbar? Optionen entsprechen Adobe Connect Wortlaut, weil es ist natürlich hier die Zuordnung ist nicht verfügbar. Das war hier die richtige Antwort. Es gibt nur Multiple Choice, mehrere Antworten und Kurzantworten. Ich habe das extra nochmal hingeschrieben, Optionen entsprechen Adobe Connect Wortlaut, weil Multiple Choice und mehrere Antworten nicht besonders sinnvoll ist, die so nebeneinander zu stellen. Aber gut, so heißen sie im Adobe Connect Kontext und deshalb nochmal darauf hingewiesen. Ist in Adobe Connect vorgesehen, dass die Teilnehmenden privat miteinander chatten können? Ja oder nein? Da ist die richtige Antwort ja. Und zwar, wenn Sie hier in dem Chat, Sie haben in jedem Pod haben Sie so Optionen. Und wenn Sie hier auf Voreinstellungen gehen, dann haben Sie die Möglichkeit anzuklicken, private Chats für Teilnehmer aktivieren, ja oder nein. Das heißt, man hat es in der Hand als Veranstalter, sollen die chatten können miteinander, hinterm Rücken oder sollen die nur in den allgemeinen Chat schreiben können. Genau, während im Chat die Tastenkombination für Smileys als Smileys umgesetzt, das fände ich übrigens sehr schön, aber ist nicht. Es ist, wenn ich hier in dem Chat das Doppelpunkt, Strich und Klammer mache, dann wird das genau so umgesetzt und leider nicht als Smiley. Ich fände das ja nett, wenn es das mal gäbe. Genau, wo kann ich einen Teilnehmer aus dem Webinar entfernen? Im Menü Meeting, das ist hier oben, da findet man es nicht. Man findet es auch nicht durch Rechtsklick auf den Teilnehmernamen. Wenn ich jetzt mich hier mit Rechtsklick da drauf gehe, ach nee, oh, mit rechts geht es gar nicht, mit Linksklick hätte es sein müssen, aber auch da finde ich das nicht. Richtig ist hier die Antwort in den Pod-Optionen in der Teilnehmerliste. Wenn Sie hier auf die Pod-Optionen gehen, hier oben rechts in der Teilnehmerliste, im Teilnehmer-Pod, dann können Sie hier den ausgewählten Benutzer entfernen. Das heißt, Sie markieren ihn erst in der Liste oder die Benutzer und dann gehen Sie auf ausgewählten Benutzer entfernen. Es ist deshalb wichtig, zumindest empfinde ich es als wichtig, weil sich häufig gar nicht um irgendwelche unerwünschten Besucher hinauszuschmeißen, sondern oft
loggen sich die Teilnehmenden zwei oder dreimal ein, weil sie mit der, weil sie ungeduldig sind oder weil das einfach mal passiert ist und dann finden sie irgendwie dieses Fenster nicht, ja, welche muss ich denn jetzt schließen? Weil wenn man zwei oder dreimal eingeloggt ist, hat das einfach Auswirkungen auf die Technik, vor allem auf den Sound. Und um das zu verhindern, da schmeiße ich dann frage ich, welches ist jetzt der aktive Account und ich schmeiße die anderen raus. Das ist eigentlich das, was ich am meisten oder das ist der häufigste Anwendungsfall für diese Funktion, Benutzer aus Adobe Connect entfernen. Ja, das waren so die Rückmeldungen dazu. Ich beende wieder die Freigabe und gehe zurück in die Präsentation. Und jetzt kommen wir zu dem Unterpunkt Videos. Genau. So, ach, da muss ich jetzt mal, das habe ich in dem anderen Raum erledigt. Also, es geht jetzt um das Bereitstellen von Videos. Da gibt es drei Möglichkeiten. Nein, eigentlich vier. Eigentlich vier. Sie können Videos, die Sie als Datei haben, im Freigabeport hochladen. Es ist eigentlich eine ganz schöne Option, dass Sie dafür den Port Weblinks verwenden. Ich nehme mal hier wieder das Zeichnen weg übrigens. Den Weblink-Port verwenden, weil man damit Videos gleich starten kann, auch auf dem anderen Rechner. Oder es gibt auch eine zusätzliche App, die YouTube Connect App man muss sich anmelden, um die zu bekommen, aber sie ist kostenfrei in der Trial-Version und sie kommt von eSync Training, was Sie jetzt auch gleich einfach erleben werden. Das heißt, aber auch bei den Videos ist wieder absolutes Thema iPad und Handy. Es funktioniert nicht immer, dass das übertragen wird. Also wenn ich präsentiere jetzt erstmal die erste Variante. Da wechsle ich nochmal das Layout. So, das habe ich jetzt vorbereitet. Das ist eine Aufzeichnung vom Webinar. Es ist eine MP4-Datei, die habe ich hochgeladen. Hier im Freigabefenster und kann sie abspielen. Und wenn gleich der Ton anfängt, können wir alle auch Auch den Ton nochmal hören. herzlich willkommen von mir und vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und wir fangen einfach gleich Ja, mal das ist an. unser Kollege Der Titel des Webinars heute ist Einsatzmöglichkeiten des Felix fallbasierten Erich von der TIHO, Lernens. auch ein IQ-Kollege. Zunächst einmal etwas zum Das will ich gar Video. nicht weiter, das war jetzt einfach nur zur Demonstration. Das ist ein Weg, Videos zu zeigen. Wichtig ist bei den Videos immer, bei dieser Integration ist, dass der Ton auch mit übertragen wird. Wenn Sie das über die Freigabe machen und Sie zeigen, Sie öffnen einen parallelen Internetbrowser und zeigen da ein Video, das könnten Sie tun, aber dann wird der Ton nicht übertragen. Man sieht dann zwar noch den Film, aber man bekommt den Ton nicht mit. Genau. Ja, also das ist die erste Variante, auch eine gute Variante, aber Hinkefuß ist, man hat nicht immer die Datei. Ja, man möchte vielleicht auch ein YouTube-Video zeigen, was irgendwo läuft. Dann kann man das hier nicht hochladen. Dafür gibt es dann die Variante Weblinks, unter anderem. Ich trage das hier mal ein. So. Das ist jetzt bitte nicht draufklicken erstmal, weil als Veranstalter kann man nämlich diese Weblinks ganz prima nutzen, um auf den Rechnern der Teilnehmenden ein bestimmtes Fenster zu öffnen aus dem Internet. Und das werde ich jetzt nämlich tun. Ich werde das jetzt aktivieren. Also die Weblinks können auch von jedem Teilnehmer selbst verwendet werden. Wenn Sie das markieren und dann auf Wechseln zuklicken, dann öffnet sich bei Ihnen auch der Browser mit der Adresse. Aber ich kann das auch für alle machen. Und das mache ich jetzt mal. Ich markiere das. Und das können Sie sich ruhig angucken. Das ist so 3,5 Minuten. Ist ein ganz lustiges Video. Nochmal so, das ist jetzt auch mal zum Durchlaufen. Wenn Sie das Video es öffnet sich bei Ihnen auf dem Rechner. Wenn Sie durch sind mit dem Video, dann bitte ich, dass Sie, wenn Sie wieder frei sind und es kann weitergehen, dass Sie wieder den grünen Haken setzen. Ich nehme jetzt erstmal alle Start hier raus, dass Sie den grünen Haken setzen und wissen, dann weiß ich, aha, Sie haben sich das Video angeguckt und es kann weitergehen. Gut, also sind jetzt zwei Dinge. Zum einen, diese Weblinks
scheinen nicht bei allen zu funktionieren. Sie funktionieren auch nicht auf Tablets, auf dem iPad nicht, auf dem Handy nicht, da öffnen sich die Links nicht. Das heißt, da ist es immer, habe ich jetzt tatsächlich, ich habe den Link gepostet, auch nochmal in den Chat für die, wo es sich nicht geöffnet hat. Das ist immer eine gute Alternative, dass man parallel noch den Link postet, um auch denen die Möglichkeit zu geben, die, wo es sich nicht von selbst öffnet, dass sie trotzdem mit teilnehmen können. So sollte es aber eigentlich sein. Also auf dem PC sollte sich eigentlich ein Browserfenster öffnen und dann sollte das Video gestartet werden können. Ja, ich sehe, die Mehrzahl der Menschen ist wieder zurück, der Teilnehmenden. Eva konnte es wahrscheinlich auch nicht sehen. Sie ist mit einem mobilen Endgerät drin. Wenn Sie mal kurz auf die Teilnehmerliste gucken, da sehen Sie bei Eva, dass da so ein kleines Handy daneben ist. Das heißt, sie ist mit einem mobilen Gerät zugeschaltet. Sieht man eben optisch auch in der Teilnehmerliste. Ja, das war die Möglichkeit, über Weblinks Videos zu starten, aber mit Vorsicht zu genießen, funktioniert nicht immer. Dann habe ich gesagt, es gibt noch ein YouTube-App, die mit integriert werden kann. Um Ihnen das zu zeigen, gehe ich nochmal in die Freigabe, gebe ich nochmal meinen Bildschirm frei und gehe in das andere. Also wir gehen jetzt, ich hoffe, Sie sind alle wieder zurück. Ich sehe hier ganz viele grüne Haken. Ich hoffe, die anderen finden auch gleich wieder den Weg zurück. Ja, also ich gebe meinen Bildschirm frei und gehe genau, hier in diese Umgebung, in die Adobe Connect-Umgebung und zeige Ihnen einmal diesen YouTube-Pod. Also es ist auch etwas, was man als ZIP-Datei hochlädt und auch zu, nee, das ist nicht zu finden unter der Webseite, die ich vorhin gesagt habe, sondern es ist eine, tatsächlich muss man auf die Async Training URL gehen und da findet man dann diesen YouTube-Pod. Schön ist, man kann hier Suchbegriffe eingeben. Ich gebe jetzt mal hier iKult ein und mal gucken, was man hier findet. Ja, dazu muss man das natürlich erstmal anklicken. So, und dabei findet man hier tatsächlich Dinge, die mit unserem iKult nichts zu tun haben, aber schon auch Dinge, die mit unserem iKult was zu tun haben, nämlich Aufzeichnung von Webinaren. Und hier auch nochmal, wenn man weiter runter geht, ist hier unser, genau, findet man nochmal auch ein Video zu zu unserer Verbundpartnerschaft. Genau. Und man kann hier also verschiedenste Suchbegriffe eingeben. Und wenn man etwas gefunden hat, dann kann man sagen, dass man das starten möchte. Wenn man auf Play klickt, es scheint noch ein Fehler zu sein, wird es erstmal in die Playlist übernommen, das Video, und man kann hier dann diese Playlist erweitern. Also wenn ich hier nochmal suche und ich möchte jetzt hier auch noch andere Dinge hier mit dazu nehmen, dann kann ich mich hier eine Playlist einstellen. Aber diese Playlist wird bei mir, die ist nicht sehr lange haltbar. Wenn man da rausgeht aus dieser YouTube-App, dann ist die auch wieder verschwunden. Also speichert sich bei mir nicht. Ja, und wenn ich dann etwas starten will, dann klicke ich hier auf dieses Video und dann startet das Video. Hoffentlich. Da steht Error drin. Jetzt. Genau, das hören Sie jetzt allerdings nicht, weil das ja auf der in der anderen Umgebung ist. Aber das war nur so zur Verdeutlichung, wie wird diese YouTube-App genutzt und was kann man damit machen. Ich gehe jetzt wieder zurück in unseren Raum und wechsle zu dem Layout, wo ich schon diesen YouTube-Pod vorbereitet habe. Und hier zeige ich Ihnen nur ganz kurz ein Video von dem Herrn Lovisach, der ganz viele Videos im Bereich Mathematik hochgeladen, also auf YouTube. Er hat einen eigenen YouTube-Kanal und behandelt eben das Thema Mathematik in allen Facetten.
und hat unter anderem dieses Video Web um Navigation gemacht. Und da, weil das eine schöne Überleitung ist zu dem nächsten Thema, zeige ich das ganz kurz. Und Sie sollten eigentlich alle das hören und eigentlich auch die Eva, die an dem Mobilgerät sitzt, auch sie sollte jetzt dieses Video sehen können. So, das soll eigentlich schon reichen. Ich wollte das jetzt als Überleitung nehmen für das nächste Thema, nämlich die Tablets. Und was ich nämlich ganz schön finde, wo ich jetzt allerdings hier schon sehe, dass mein Tablet hier leider eingefroren ist und ich das jetzt wahrscheinlich gar nicht so schön zeigen kann. Das ist schade. Also, was ich eigentlich zeigen wollte, ist, dass wenn ich jetzt hier auf die Präsentation zurückgehe, und wenn ich mir jetzt mal vorstelle, was der Herr Lowitzach gemacht hat mit seinem Video. Er hat nämlich auf das Whiteboard geschrieben. Und das ist, wenn man jetzt mal das nimmt und ich aktiviere jetzt mal das Zeichnen und ich soll hier mit der Maus zeichnen, dann wird Navigation, ist erstmal doof zu schreiben, dauert lange und mit der Maus ist das einfach nicht schön zu machen. So, was jetzt aber, ach, es funktioniert doch. Ich schalte mal eben meine Kamera um. Und dann können Sie sehen, was nämlich jetzt der Vorteil ist bei den schönen Tablets. Ich schalte mal um. Da sehen Sie jetzt mein Tablet, was ich hier habe. Da steht dieses kryptische Navigation. Es ist jetzt nicht wirklich gut zu sehen. Ich schalte es mal ein bisschen größer. Genau. So, aber ich will das hier wieder als Vollbild haben. Jetzt kann ich nämlich ganz schön mit, wenn ich hier den Stift auswähle, auf meinem Tablet, dann kann ich nämlich mit dem Finger schreiben. Das ist zwar immer noch nicht schön, aber viel angenehmer als mit der Maus zu schreiben. Und ich habe auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt hier eins weitergehe, eine Folie, zum Beispiel sowas mit zu integrieren, dass ich dann sage, dass ich hier auch einfach schreibe, wenn ich jetzt in dem mathematischen Kontext bleibe, ja, okay, es ist noch nicht optimal, kann ich eben auch Parabeln gut einzeichnen. Das ist mit der Maus nicht so gut durchzuführen wie mit dem Finger. Allerdings habe ich bei dem Tablet, ich habe gedacht, mit dem Stift würde es besser gehen, aber es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass der Finger besser funktioniert als die Stifte, die wir zumindest hier so hatten. Aber das ist eben der Vorteil jetzt bei diesen Tablets. Man kann dieses Whiteboard einfach schön mit integrieren. Vorher war es schwierig, wenn man was zeichnen wollte. Wir hatten dann schon mit TeamViewer gearbeitet und ich weiß nicht, mit verschiedensten Dingen. Und jetzt mit diesen Tablets, oder ja, mit dem iPad. Auf dem Handy geht es leider nicht. Als Handy ist, glaube ich, einfach zu klein. Da habe ich das nicht hingekriegt, aber auf dem iPad, auf dem anderen Tablet habe ich es hingekriegt und auf dem Surface. Ja, das war also ein kleiner Ausflug zu den Tablets. Da kommen wir jetzt auch noch mal ein bisschen in der Theorie zu. Ich schalte wieder um und schalte auch die Kamera um. So, dann sehen Sie mich wieder. So, da bin ich jetzt wieder, genau, meine schöne Parabel hier. Ja, genau, und dann gehen wir weiter. Was kann man mit Apps machen? Also ich habe das jetzt ziemlich ausprobiert in der Vorbereitung hier auf das Webinar. Was schön ist, man kann wirklich jeden einzelnen Pod kann man auf Vollbild stellen. Und das ist auch egal, das habe ich jetzt auf dem Android ausprobiert und auch auf dem iPad. Also man sieht zwar auch die Übersicht, aber man kann die auch groß stellen. Jeden einzelnen Pod kann man einzeln anklicken. In der Übersicht ist es nicht immer möglich, alles zu sehen gleichzeitig, sondern wenn man dann manchmal die PowerPoint sehen möchte, dann muss man auf den Pod klicken, dann sieht man nur die PowerPoint und nicht den Rest. Mikrofon kann genauso gut aktiviert werden. Bei der Kamera kann man das auch. Allerdings habe ich das in der Teilnehmerrolle auf meinem Android nicht hingekriegt. Also Kamera in der
Teilnehmerrolle auf Android hat bei mir nicht funktioniert. Das sind so Kleinigkeiten, die man dann auch einfach ausprobieren muss. In der Freigabe hochgeladene Videos werden gesehen und gehört. Das klappt in der Regel gut. Die Abstimmungen sind super zu bedienen. Die werden auch einzeln angezeigt. Die Abstimmung kann man gut bedienen. Chats kann man verwenden. Auch zu Wort melden, zustimmen und nicht zustimmen kann man verwenden. Man hat nicht alle Rückmeldemöglichkeiten, wie man es hier hat auf dem PC. Genau, Kamera kann nicht aktiviert werden. Das war jetzt nur auf dem Android. Whiteboard-Arbeit habe ich auch nicht hingekriegt auf dem Android, aber auf dem iPad. Und man muss vorsichtig sein mit den Pods und den Apps, die man noch zusätzlich vielleicht verwenden möchte. Und wenn man mehrere Videos hat von mehreren Personen, wenn man eher eine Videokonferenz macht, dann ist immer nur ein Video aktiv. Die anderen sind auf Pause gestellt. Das hat mich zuerst irritiert, habe ich gedacht, was ist das? Das ist wahrscheinlich eine normale Funktion. Ja, die Zeit läuft uns davon. Es ist gleich 3. In der Veranstalterrolle, das ist eigentlich ziemlich ähnlich zu der Teilnehmerrolle. Genau, man kann auch hochgeladene Videos. Ach so, was da noch anders ist, dass man kann keine Layouts ändern. Also wenn man jetzt in der Veranstalterrolle ist, dann kann man keine Layouts ändern. Man kann aber Mikrofon aktivieren, Kamera aktivieren, man kann Whiteboard-Arbeit machen. Man kann auch eine Freigabe beenden und etwas, was bereits hochgeladen ist im Hintergrund, auch kann man starten. Genau. Das sind. Ach so, und Hochstufen von Teilnehmenden geht auch. Man kann nur seine eigene Rolle nicht verändern. Also normalerweise mache ich das in Webinaren oft so, dass ich mal mich als Teilnehmerin einschalte oder die Rolle der Teilnehmerin einnehme, um zu gucken, wie sieht es denn jetzt aus Sicht der Teilnehmenden aus. Ja, genau. So, Layout kann man nicht verändern, das andere war gleich. Also das Fazit für die Verwendung von Apps. Den Verwendung ist auch schön. Fazit für die Verwendung von Apps. Die Bedienung von Standard-Pods ist in der Regel unproblematisch, wenn Sie in dem Standard von Adobe Connect bleiben, außer Sie wollen Videos über Weblinks starten und irgendein Fenster soll sich öffnen auf dem Gerät. Das funktioniert nicht. Die Bedienung von Standard-Pods ist unproblematisch, funktioniert. Kamerafunktionen können eingeschränkt sein, muss man testen. Und zusätzliche Apps sollten nicht verwendet werden. Also auch das, was ich heute vorgestellt habe, diese YouTube-App sollte nicht verwendet werden, wenn man viel mit Tablets arbeitet. Die YouTube-App ist super, aber da muss man eben darauf hinweisen, für die sich mit Mobil einloggen, dass das dann nicht funktioniert. Ja, damit bin ich durch. Es ist schon 1 Minute nach. Ich gehe nochmal zurück auf den.